Hallo zusammen, hier ist Brick for You. Willkommen zu einem neuen kleinen Update-Video. Ja, ich habe es endlich geschafft, nachdem die Lieferung vom Steindrucker gekommen ist, doch mal ein bisschen an der 18201 weiterzuarbeiten. Und eine der auffälligsten Veränderungen ist hier hinten am Tender. Ich habe mich nochmal rangesetzt und habe mir die Original-Tender-Radaufhängung angesehen und habe das jetzt nochmal ein bisschen umgebaut. Ich war dann doch mit der Version 1 oder A oder B, die ich euch gezeigt hatte, zum Abstimmen doch nicht so ganz zufrieden, wohingegen mir das hier jetzt besser gefällt. Schön ist auch, dass die bedruckten Fliesen gekommen sind, wobei ich hier am Führerhaus noch nicht ganz sicher bin, ob die Größe nicht doch einen kleinen Tick zu groß geraten ist. Eventuell könnte ich das auch auf eine grüne Fliese drucken lassen, die dann, wo das Schild dann ein bisschen kleiner drauf ist. Hier vorne das Logo der Versuchsanstalt, das finde ich ist gut umgesetzt, sieht gut aus. Und ihr könnt jetzt auch schön sehen, ich habe hier vorne nochmal umgebaut. Ihr hattet ja im letzten Video gesagt, okay, die Front ist ein bisschen zu steil. Hattet ihr recht, habe ich jetzt nochmal mit 3x1 Slope gemacht. Und ich muss sagen, das gefällt mir jetzt auch ein bisschen besser. Hier vorne wirkt es an der Ecke noch ein bisschen hochgezogen, vor allem wenn man so im Profil so ein bisschen drauf schaut. Aber mir persönlich gefällt es eigentlich ganz gut, aber werde vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Hier vorne seht ihr auch schön, auch vom Steindrucker, dieses schöne Lokschild. Gefällt mir ganz gut. Und vor allem hier oben den Schornstein, den habe ich jetzt mit den neuen 1x2 Zylindern von Lego gemacht und konnte dann oben den schönen silbernen Ring auch einfach mit Metallic Silver Tiles realisieren. Optimal wäre es jetzt eigentlich noch, wenn wir hier in der Mitte, wo jetzt die 1x2 Fliese ist, wenn es da eine Jumper Blade gäbe in Metallic Silver und dann könnte ich hier oben quer noch so ein bisschen mit Schwarz dann mit einer Plate oder sonst irgendwas, könnte ich dann gerade so mit einer 1x2 Plate mit abgerundeten Ecken, könnte man dann doch noch den Schornstein ein bisschen andeuten. Wobei, von der Proportion her und vor allem gefällt es mir so ganz gut. Es ist wahrscheinlich so einen kleinen Ticken zu groß. Aber ich sage jetzt mal so, im Gesamteindruck der Lokomotive stört es mich jetzt überhaupt nicht. Ich muss sagen, mir gefällt der Tender so besser, vor allem unten an den Rädern. Das kommt dem Original doch ein bisschen näher. Hier an den Kuppelstangen hatte ich noch keine Zeit gefunden, da weiterzumachen. Bin auch so jetzt momentan mit der Funktion eigentlich ganz zufrieden, muss aber mal schauen, ob ich es nicht doch noch hinbekomme, dass ich hier oben vielleicht doch noch mit Technic Bricks arbeite und dann doch einfach eine Schubstange hier rein und raus bekomme oder dass ich zumindest eine fixe Bar hinmache, auf der dann hier so ein bisschen dann Technik-Konnektoren hin und her gleiten können, so wie man es bei manchen Zügen ja auch schon kennt. Ich hatte mir auch überlegt, den Dampfzylinder hier unten, der jetzt im Prinzip zwischen den Achsen des Vorläufers ist, der ist ja im Original ein bisschen höher, war aber schwierig zu realisieren, weil ja das hier im Prinzip mein Vorläufer-Drehgestell ist, das so hin und her gehen kann und Weichen- und Kurvenfahrten macht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil hier einfach die Grenze ist, dass ich dann da nur quasi so einen halben Zylinder hinbekomme. Also das geht auf keinen Fall, ohne dass man es, also ohne Stabilisierung würde es wahrscheinlich gehen, aber hier oben liegt ja nur eine 2x3 Fliese drauf und es braucht einfach die Stabilisierung von unten, die dann zwischen den Rädern durchkommt und dann ein bisschen stabilisiert. Wie gesagt, es ist ja nach wie vor noch Lego, es sind Klemmbausteine und ja, für da finde ich es ganz okay. Aber ich werde es sicherlich noch ein bisschen optimieren. Wobei wir jetzt hier schon, sagen wir mal, in einem relativ guten Fortschritt sind. Also da fehlt meiner Ansicht nach jetzt wirklich nicht mehr viel. Ja, das war's auch schon mit dem kleinen Update-Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von den Veränderungen haltet. Habt einen schönen Tag und macht's gut!